Ja, willkommen zurück. Vielen Dank, Christian und Christian, für diese musikalische Umrahmung heute Abend. Ihr macht das immer mit so viel Hingabe. Das ist sehr wohltuend. Marius, ich gebe dir das Mikrofon wieder. Du hast ja eine Tochter. Die ist 2 Jahre alt. Jetzt am 16.02, ja. Jetzt. Malt die auch gern, die Tochter? Wunderbar. Strich, Kreise. Also richtig professionell. Der letzte Gast, den wir hatten, ist Dieter Koslik gewesen. Der war hier der Direktor der Internationalen Filmfestspiele. Und der hat dir eine kleine Postkarte geschickt, also hinterlassen. Das ist ja schön. Von Dieter Koslik, genau. Die darfst du, wenn du möchtest, gerne aufmachen. Wo bist du mal richtig geschrieben, nicht mit EE? Nee, richtig, dann auch. Ja, der ist ein Fan von dir. Genau. Weil, vielleicht sagt dir ja dieses Büchlein auch was. Es ist nämlich so, dass wir unsere Gäste mal fragen, ob sie malen wollen. Und der Dieter Koslik hat mir jetzt einen Vorschlag gemacht, eines Motives. Ja. Ball und Bagel. So, wir haben hier einen Malblock. Ja, sehr schön. So, das ist Holger Schlagnich. Holger Schlagnich hat seine Lieblingssportart gezeichnet. Pfützen überspringen, oder was ist das? Also, er meinte laufen. Okay. So, und jetzt kommst du. Dieses Platz ist noch völlig leer. Meine Damen, meine Herren, Sie können gerne zu uns kommen. Marius Sowieslo malt jetzt live für ein Millionenpublikum zu Hause. Blöde Situation, ne? Ball und Bagel. Wir können es noch weiter unterhalten. Während du. Aber mit Bagel ist das Essen gemeint, ne? Wahrscheinlich, oder was meint er damit? Genau. Den donutmäßigen. Ja. Was er mit Ball meint, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja, dann fange ich mal an. Oder wird das ein Wege? Das ist schon mal gut. Weil es ist rund. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Wir versteigern diese Bilder für einen guten Zweck. Also es wäre schön, wenn du dir Mühe gibst. Kann jetzt ein bisschen dauern. Das macht überhaupt nichts. Kann ich aufhören. Hörst du diese Musik im Hintergrund? Ja, sehr motivierend. Da bleibst du immer langsamer entführt. Also, ich könnte das wahrscheinlich nicht sehen. Ja, weil hier keiner Lust hat zu schauen. Das ist wirklich. Das Publikum müssen wir uns noch ein bisschen besser erziehen. Ja, das sollte eigentlich ein Fall sein. Mit ein paar Feldern. Von früher aufgenommen mit so ein paar Lederwanzen. Schwarz-Weiß, wie man das kennt. Das war noch echtes Leder. Es könnte natürlich auch das Tor sein, aber. Ja, das Netz. Das Netz des Tores. Steht auch ein bisschen unter Zeitdruck, muss man auch sagen. Die Musik wird immer schneller. Das sollt ihr einmal? Das sollt ihr einmal, genau. Sind wir eigentlich in Moll oder Dur? Noch in Dur. Noch in Dur. Ich glaube, also, Tino, das wirst du doch noch hören. Ich glaube, soll, nicht toll. So, das sieht doch ganz gut aus. Also Thunfisch bisschen dabei. So, ich denke, das ist ganz gut geworden. Ja. Unglaublich. Das ist der Bagel. Das ist der Bagel. Das Ganze ist passiert in Magdeburg? Nee, in der Champagneria. Also. Moment, man kann das doch in Klammern schreiben, oder? Richtig? Guck mal, da steht's. Ich wollte nur gucken, ob noch alle da sind. Ja. Und heute ist der 5. Oktober. Oktober 2017. Kannst du mal unterschreiben, dass du das machst?
So, ich schreibe mal meine Spielernummer drunter. 17. Wir uns mal wiedersehen und du kannst dich nur noch ganz rar an mich erinnern, dann kannst du ja mal gucken, wer die 17 2017 auf dem Rücken hatte. Das ist sehr leicht zu merken. Na wunderbar. Vielen Dank.